Hallo Leute, willkommen wieder zurück zu SimCity 5. Ja, hier ist euer Frosty wieder auf dem Kanal Frostyon. Ja, und ich sag jetzt mal Entschuldigung. Und warum sage ich Entschuldigung? Mir ist ein ziemlich großer Patzer passiert. Beim letzten Mal, wo ich SimCity aufnehmen wollte, habe ich vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Tja, ich habe vergessen, leider Fraps zu starten. Und ich habe mindestens 40 Minuten an der Stadt weitergebaut. Und ja, und ich habe da ziemlich viel geklotzt. Also die Stadt ist ziemlich groß geworden. Ich sehe die jetzt hier nicht so ganz. Sie ist eher so, wenn man so hinten dran betrachtet, also aus dem Blickwinkel raus. Und ja, das ist eigentlich das Einzige, was passiert ist. Das ist, Rathaus Villa ist um einiges mal abgegradet worden, das Rathaus noch einmal. Ich habe eine Recyclingsfirma gebaut und habe einen Straßenarbeiter. Das ist so, was letztes Mal passiert ist. Ich habe ein bisschen die Uni abgegradet, wegen Strom. Ja, für das Kohlekraftwerk. Bessere umweltschonende Kohlekraftwerk. Und ja. Das war so das, was das letzte Mal so gewesen ist. In zwei Folgen habe ich gedacht. Und dann sehe ich so zum Schluss, wo ist denn bitte die Videodatei hin? Und ich gucke so überall auf dem Computer rum, wo ist die bitte jetzt? Und dann ist mir halt natürlich ein Licht aufgegangen. Ich drosselte aber gar nicht auf Aufnahme gedrückt. War halt jetzt ein bisschen blöd, muss ich sagen. Aber ich hoffe, ihr könnt mir das auf jeden Fall verzeihen. Oh Gott, es tut mir so leid. Auf jeden Fall zeige ich euch, was passiert ist. Da, Kabinen gebaren, gebogen. Da bauen sie ja schon noch. Oh mein Gott. Es ist schon ein bisschen groß geworden hier an der Seite. Obwohl man da auf jeden Fall noch was machen kann. Ja, oh mein Gott. Ihr hasst mich jetzt alle. Auf jeden Fall, zur Entschädigung, ich sag mal so. Das wird jetzt der Screensaver. Also Screensaver, genau, Screensaver. Nein, das ist jetzt das Thumbnail. Freut euch. Jo, hab ein bisschen gemacht. Hier sieht man's, die Uni. Da habe ich dann das Forschungs-blablabla gebaut. Wie heißt das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich schau mal auf Upgrades. Ingenieurs-Uni habe ich da dran gebaut und habe noch mal ein zusätzliches Wohnheim dran gebaut. Dann habe ich noch gemacht hier das Rathaus für Finanzenabteilung zugebaut. Ich habe ein bisschen die Feuerwache ausgebaut. Das Recyclingzentrum ist gekommen. Hier habe ich dann der Bürgermeistervilla ein paar Sachen spendiert, wie einen Brunnen, die Statue und dieser Grillplatz. Die Flagge, habe ich das schon gesagt? Die Flagge? Ja. Das war so einzigste. Hier habe ich versucht, ein bisschen weiter auszubauen. Ich habe ein paar Straßen ein bisschen erweitert, natürlich. Ja. Aber so weit war jetzt nicht so viel, muss ich sagen. Das Wohngebiet wird nicht mehr so oft in Anspruch genommen. Wir sehen es ja hier unten. Das ist recht durchwachsen eigentlich. Die meckern nicht mehr so viel. Ach, wir wohnen Wohngebiet. Nee, und Gewerbe kam mit einem Schlag voller Hand raus. Also ich habe hier einfach mal die Straßen hier verbessert. Die Dinger sind einfach mal in die Luft gerauscht. Wie ein Fliegenpilz aufgestiegen. Dann steigen die eigentlich auf, weil es sind ja Fliegenpilze. Ja, und vielleicht merkt es, ich bin recht gut gelaunt, obwohl ich ziemlich dicke Scheiße gebaut habe, muss ich sagen. Aber okay. Wir haben keine Trümmer oder verlassene Gebäude. Das ist schon mal sehr gut, finde ich. Und die denken sich, ah, hier ist Strom. Ja, Sonnenstrahl, bla bla bla, 1000 Simleons brauche ich nicht, verzichte ich mal. Ich habe da so meine Vorstellung. Hier haben wir ein nettes Bötchen. Kann man mal das Bötchen anschauen. Ja, das ist die Mini-Titanic. Hoffentlich geht es nämlich unter. Okay, sieht ein bisschen eher aus nach Yacht, so groß wie der ist. Okay, ein bisschen größer, so, weiß nicht, so ein paar tausend Leute hat es auf jeden Fall. Aber okay. Ja. Ich weiß nicht, in der letzten Folge war auch kein Filter drin, jetzt ist nämlich auch ein Filter eingeschaltet worden, Mann. Und der Filter heißt, Retro-Filter. Ich glaube, der ist auch recht beliebt, denke ich mal. Er sieht nämlich auch schon mal richtig schnieke aus. Und
Ja, wie lange rede ich denn hier schon wieder? Ich gucke mal auf meine Aufnahmezeit. Ungefähr 6 Minuten. Und die wollen hier, ach, irgendwas haben. Wir sollten zeigen, wie stolz wir auf unsere Stadt sind. Ja, das denke ich auch. Wir brauchen mehr Parks. Denke ich nicht. Weil letztes Mal habe ich Parks gebaut und dann ist es boom, boom, alles gesprießt. Ich zeige euch mal einen Park. Der ist genau hier an dieser Kreuzung. Dann habe ich noch einen Park irgendwo gebaut. War das da hinten? Ja, hier. Im Mini-Park natürlich. Dann habe ich irgendwo noch einen Park gebaut. Ach ja, ich habe mir gedacht, ach weißt du was, reißt einfach meine Fußballplatz weg, spart Platz. Und habe dann hier so einen kleinen Park mit kleinen Brunnen gemacht. Für die höhere Schicht natürlich. Aber was dieses kleine Gebäude hier machen soll, weiß ich jetzt auch nicht. Es ist mittlere Schicht, aber die Dichte ist nicht, also ist nicht genug Platz hier. Ist ein bisschen blöd. Meist müssen hier zu Hochhäuser expandieren und ja, das Gebäude ist ein bisschen lächerlich, finde ich. Das kann nicht größer werden. Ich denke mir so immer, ey, warum? Was sagst du nicht, Kollege? Warum reißen wir nicht ab um ein größeres Gebäude? Nein, da heißt es, ich bestehe auf kleines Häuschen und fertig aus. Wir gucken mal auf die Straßen, die sind extrem voll. Seit das hier so groß geworden ist, das Gewerbegebiet, sag ich mal, hier hauptsächlich das Gewerbegebiet. Und ja, ist recht blöde, muss ich sagen. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man keine zwei Highways-Anbindung machen kann. Finde ich sehr, sehr blöde. Normalerweise könnte man ja sagen, vielleicht funktioniert das hier. Nein, das funktioniert natürlicherweise nicht. Funktioniert das hier? Das funktioniert natürlicherweise nicht. Ich könnte jetzt hier sagen, hey Alter, warum hier? Ich baue jetzt einfach mal sowas dran. Hab da so einen kleinen Fluchtweg. Warum nicht? Muss man jetzt hier nicht alles vollknallen, denke ich mal. Vielleicht kommt hier was recht Großes. So dick ist das jetzt hier wieder auch nicht. Hier ist nämlich recht viel Platz gespart worden. Sehe ich hier gerade. Aber okay. So. Ja, die verlangen hier noch mehr Gewerbe. Industriegebiet, sorry. Industriegebiet. Und ja, die kriegen sie jetzt, haben sie jetzt gekriegt. Ich weiß nicht, was da jetzt hier so gut läuft. Also so gut wie keinen Wertstoff. Also keine Metalllegierung können wir machen. Hier, wie es aussieht, Produktions Eingang. Okay, vielleicht können wir keine Metalllegierung machen, weil wir keine Verarbeitung dafür haben. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Ich kenne mich da jetzt noch nicht so gut aus. Auf jeden Fall haben wir. Wir haben das hier. Wiederverwendungsanlage für Plastik. Wiederverwendungsanlage für Metall. Und Wiederverwendungsanlage. Leichtmetall-Wiederverwendungsanlage. So. Und. So. Ich glaube, wir sind jetzt hier recht gut abgesichert. Mal hoffen, was da jetzt passiert. So wie ich weiß, kann man für die Recyclingsfirma für die Spezialisierung Elektronik benutzen. Also hier Prozessorfabrik. Genau. Und lässt sich mit dem Handel kombinieren. Also das heißt, wir produzieren irgendwas Prozessorhaftes und verschicken das dann, wie ich weiß. Ha. Jo, und das war's jetzt bis jetzt. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Und ja, hier Klinik ausgebaut. Die Straßen sehen eigentlich auch noch ganz gut aus. Wir setzen mal ein bisschen die Geschwindigkeit. Was hier los ist, verstehe ich manchmal auch nicht. Aber okay, hier sind ja gar keine Ampeln. Warum die nicht hier entlang fahren? Also nur ab und zu mal fahren die. Keine Ahnung warum. Vielleicht müssen sie ja hier entlang. Okay. Weiß ich jetzt auch nicht. Ist mir jetzt auch schnupps egal. Aber hier sieht das sehr, sehr schön aus, finde ich.
Hier ist es auch sehr, sehr schön. Und die denken sich, die Dichte ist nicht genug oder so. Ich werde auf jeden Fall mal Vortreffungen machen für die Straßen. Das heißt, hier ein bisschen größer machen. Mal gucken, ob das jetzt so funktioniert, wie ich will. Ich will das erhöhen. Das will ich nicht erhöhen. Und das will ich erhöhen. Sehr gut. Dann will ich das erhöhen. Und dann will ich das hier wieder wegreißen. Ich hoffe, das passt so. Oh, das sind zwei Gebäude, wo mir nicht gefallen. Verlassene Gebäude. Industriegebiet und... Oh, das ist aber schade. Das ist ein recht großes Haus, aber recht schmal auch. Gut. Welche Minute sind wir denn? Ich glaube, 12. Minute irgendwie. Ja, hier kommt auch schon mal schön, dass das Video sehr schön ist. Das ist ein bisschen schade, dass hier genau Wohngebäude sind, finde ich ein bisschen blöd. Vielleicht kann man ja irgendwann mal da was anderes hinbeziehen, was wir so haben. Weiß nicht genau, was es da Schönes gibt. Vielleicht irgendwann mal die Polizeirevier versetzen, wenn das hier nicht mehr nötig wird. Aber das reicht uns mittlerweile noch voll aus, finde ich. Pro Tag begangene Verbrechen 1. Okay. Kann man jetzt... Naja, weiß ich auch nicht. Normalerweise könnte man jetzt noch so eine platzieren, eine normale Polizeiwache, und dann reicht das schon. Guckt's euch doch mal an. Guckt's euch doch mal an, wie fett das von hier aussieht. Da fehlen jetzt hier nochmal diese klitzekleinen Gebäude. Das ist aber auch nur so, weil die hier nicht richtig aufsteigen können. Weil der Dings zu klein ist natürlich. Da muss Feuer gelöscht werden. So. Dann hier. Dann hier. Hier kann ich auch mal ein bisschen was machen. Habe ich so nichts gemacht. War ja vorher nicht dreispurig, glaube ich mal. Oh, hier ist echt kaum. Eigentlich wollte ich das hier so lassen. Ich muss mir das auch überlegen. Das geht auch nicht mehr, das geht auch nicht mehr, das geht auch nicht mehr. Boah, das sieht so krank aus hier, oh, das ist so krass. Viel zu viel irgendwie. Ich weiß echt nicht, wie man das jetzt richtig gescheit hinkriegt. Also jetzt ist es echt vorbei. So viel Stau und ach, kotzt die Wandern. Zum Glück habe ich hier so eine Wende eingebaut. Und hier sind gar keine Ampeln. Hier zum Glück. Hier kann man es echt nicht verhindern, ehrlich gesagt. Ha. Hier ist keine und da ist keine. Das ist schon mal sehr schön. Ich glaube, die nächste Stadt wird auf jeden Fall sehr, sehr anders verlaufen. Ich werde Kreuzungen sowas von vermeiden. Da wird es vielleicht nur noch eine Hauptkreuzung geben, das war's. Die wird vielleicht so aussehen hier. Oh Gott, das ist doch krank. Hier kann man auch mal ein bisschen steigern. Könnte man noch ein bisschen was tun. Ich glaube hier haben wir da schon was getan. Solange hier keine Ampeln stehen, ist alles wunderbar.
steht keine Ampel. Da nicht. Und da auch nicht. So, wir haben ja noch 1,5 Millionen. Ich habe sogar ziemlich viel Geld beim letzten Mal ausgegeben, muss ich sagen. Und, kam aber auch wieder gut rein, muss ich sagen. Also jetzt gerade. Super genial. Oh, okay. Aber es läuft. Das schaut sich jetzt nicht für ein paar Minuten an. Was ist denn hier? Ah, nee, das bringt nichts hier. Auf jeden Fall. Boah. Gott, wie soll ich das hinkriegen? Und ich habe nicht mal volle 100% der Fläche ausgenutzt. Ich glaube, ich habe mir irgendwie eine schlechte Map rausgesucht, denke ich mal. Kann ich irgendwie wieder anbinden oder so? Das ist so schade. Normalerweise wird es jetzt hier nochmal richtig geil, wenn ich hier jetzt anbinden könnte. Nee, wollte ich jetzt nicht. So, langsam neigt sich jetzt auch zum Ende. Wir haben ein unheimlich großes Straßenproblem. Ist echt kacke irgendwie. Fehler war es, kann man jetzt gut sagen. Kann man jetzt nicht wirklich vermeiden, finde ich jetzt. Hoffentlich war das jetzt kein kleines Gebäude. Nicht das Richtige. Naja, es ist auf jeden Fall noch eins da. Es wird auf jeden Fall zunehmend schwieriger, die Stadt richtig am Lauf zu halten, dass hier nicht schief geht. Ich habe ja extra ein bisschen langsam gemacht, aber jetzt reicht's langsam an. Es geht langsam richtig in Chaos hier. Wir müssen schauen, vielleicht fangen wir dann irgendwann mal, wenn es wirklich bankrott geht, das Szenario 2 an. Aber ich werde hier noch alles zukleistern. Wenn hier alles gut vor dran ist, kommt Szenario 2 natürlicherweise auf ganz andere Weg, andere Methode. Das ist ja irgendwie noch so eine Art Tutorial für mich, was so am besten funktioniert. Aber okay, ich sag so, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und haut rein. Ciao.